So, und damit herzlich willkommen zurück zu Stark Strokes. Die Sünden der Väter. Wir sind hier immer noch im Keller von diesem Spezialitätenrestaurant. Ja, die Chimäre hat nichts, was ich brauche. So was. Fängt schon wieder gut an. Oh! Jemand hat die Seite herausgerissen, die beschreibt, wie man Leonard aufhält. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ich habe gerade... Ach, hier ist die... Hey, das war die Figur vom Koch. Der war also auch in die Sache verwickelt und wir brauchen nur noch zwei. Genau, der Koch hatte doch das Geheimnis, wie man Leonard aufhalten kann. Aber er hat es nicht geschafft. Der Junge ist ertrunken. Das war aber jetzt eine kurze Zwischensequenz und Leonard hat eher so geguckt wie... Ach, Kacke. Nun gut, jetzt müssen wir mal gucken. Da waren die anderen Zwischensequenzen aber wesentlich länger. Ich verstehe zwar immer noch nie, was der Koch damit zu tun hat. Und so wie es aussieht... ach nee, Moment, das war falsch. Achso, ich drücke einfach mal auf Schließen. Geht meine... Theorie ja scheinbar doch nie auf. Also ich bin felsenfest überzeugt gewesen, dass Ethan der Sohn dann eigentlich doch ist. So, Leonard kommt, um mich in meiner der Gesichtslosen zu, um mich in einen der Gesichtslosen zu verwandeln. Aber ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Ich muss ihn das Herz nehmen. Gut, das hilft ja im Allgemeinen gegen recht viele Sachen. Was war hier? Ich brauche Elemente, die im Zusammenhang mit einer Biene, einem Blume, einer Taube stehen. Muss diese Flasche... Ach ja, genau, das war... die Äpfel wollte ich nie essen. Bestimmte Objekte repräsentieren Schönheit, Freude und Süße. Gib mir eine Mischung aus Schönheit, Freude und Süße zu trinken und ich gebe dir einen Fisch. Damit kann ich erstmal gar nichts anfangen. So, das war dann jetzt so erstmal das. Es ist ziemlich kalt hier unten. Das war dann erstmal das, was ich hier... Ach ja, genau, wir haben den Türgriff gefunden. Dann können wir zumindest... hier schon mal raus. Ah, und da hängt eine Vogelscheuche. Und wir haben aber hier das nächste Wimmelbildspiel. Und da stürzen wir uns direkt rein. Was haben wir denn? Auge. Eine Grammophonnadel. Pfannenwender, Bügeleisen, Pfannenwender. Pfannenwender haben wir, da ist ein Fisch. Das interessiert aber nie. Saucier? Ach, eine Soßenschüssel. Ein Dreieck, eine Kappe, ein Teddybär. Ein Dreieck, Kappe, Teddybär? Eine Kappe, damit meine ich bestimmt ein Basecap. Das ist da oben. So, zwei Zitronen, eine Zitrone. Und die zweite Zitrone, der Fächer, eine Mauseverlamme hier. Das Dreieckbügeleisen, eine Harfe. Da ist die Harfe. Das allsehende Auge. Da ist das Dreieck. Bügeleisen. Achso, halt, Moment, das Auge brauchen wir doch. Wie zur Hölle sieht hier denn bitte eine Grammophonnadel? Ach, hier. Aus, da hätte man das auch ein uraltes Bügeleisen und jetzt fehlt noch der Fächer, der Fächer. Hatten wir da nicht vorhin die ganze Zeit mit uns rumgeschleppt? Oder nee? Ach ja, damit haben wir das Feuer angemacht, wenn ich mich recht erinnere. Der Fächer. Fächer, Nudelholz, Maske, Blume, Feuerwehrschlauch, eine Melone, wie auch immer. Eine Karte, wo ist denn hier ein Fächer? Regenschirm, Zylinder, kleiner Bügelkuchen. Eine übergroße Geige. Da ist der Fächer. So, wir haben die Grammophonnadel und die Saussure erhalten. Nun gut. Mit der Grammophonnadel können wir hier bestimmt gleich weitermachen, aber erstmal will ich mir angucken, diese Vogelscheuche.
Diese Dornen sind zu scharf, um sie ohne einen Schutz zu entfernen. Haben wir... Nee, Handschuh hatten wir mal. Wahrscheinlich will ich die Blume und den Schlüssel. Was haben wir hier? Ein wenig Gift wird diese Ratte verscheuchen. Was denn für eine Ratte? Hä? Ein wenig Gift wird diese Ratten verscheuchen. Ja, okay, die Ratten unten im Keller, aber das kann uns ja egal sein. Aber gut, ein wenig Gift. So, nu? Hä? Jetzt haben wir eine Flasche mit Gift, so eine Sprühflasche. Hier unten kann man den Schlüssel von der Vogelscheuche höchstwahrscheinlich reinmachen. Ja, ich brauche einen Schlüssel. Aber wo... Ach, draußen, stimmt. Da war ja dieses Loch, wo die Ratten drin sitzen, wo wir irgendwas... Die Vogelscheuche ist ein bisschen unheimlich, wenn die hier so rumwackelt. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um das Grammophon. Ich muss die abgebrochene Nadel ersetzen. Kein Problem, haben wir eine neue... Aber uns fehlt eine Schallplatte. Das Grammophon wird sich nicht ohne eine Schallplatte öffnen. Öffnen? Wieso öffnen? Das Grammophon wird... Öffnen? Woher weiß er, dass das Ding aufgeht? Alles in allem sehr seltsam so. Aber wir wissen ja jetzt, genau die... hier ging es raus. Genau, hier waren doch die Ratten mit der Schallplatte und... Tierlieb-like. Bisschen Gift. Dann haben wir die Schallplatte. Okay, so, mal sehen, was die uns jetzt hier vordüdeln, was für wichtige Hinweise wir von dieser Schallplatte finden. Wie ist sie überhaupt da hinten hingekommen? Hä? Okay, ich dachte, da wird jetzt irgendwas wenigstens vorgespielt, aber wir kriegen Pinsel. Jetzt weiß ich, wie ich Leonard stoppen kann. Und es ist in den brennenden Abgrund. Von der Spitze des Turms zu werfen? Aha. Okay, sein Herz entnehmen und es in den brennenden Abgrund von der Spitze des Turms zu werfen. Wirf doch einfach den scheiß Ring ins Feuer. Okay, jetzt. Verdammt, was sollte ich jetzt mit dem Pinsel machen? Hier unten kann da nichts gewesen sein. Kann ich irgendwas? Moment, war hier hinten irgendwas, was ich pinseln kann? Da liegt eine Katze rum. Ah ja, hier brauchte ich den Korkenzieher. Das bringt mir auch alle. Die Kombination habe ich nie. Den Stern habe ich genauso nie. So, Moment, wir gehen einfach nochmal nach hier vorn. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Ne, das war das Grammophon, da gab es ja nichts weiter. Naja, das ist. Der Schlüssel hat den Schlüssel hat die Vogelscheuche um den Hals. Da kommen die ran ohne irgendwelchen Schutz. Die Dornen. So, Moment, nochmal ganz kurz. Die wollte bitte was? Nein, das war ja so. Schönheit, Freude und Süße. Also Süße ist ja Honig. Schönheit könnte vielleicht die Rose da oben sein, aber Freude? Und vor allen Dingen, was soll ich damit diesen dämlichen Fisch? Eine Spinne, die hier lang krabbelt. Ach ja, das war ja, dass ich das Herz irgendwo runterschmeißen soll. Den Honig konnte ich hier... Ach so, ach, das mixt sich hier alles zusammen. Ach so, hier steht's ja. Mit dieser Maschine kann ich einen Zaubertrank vorbereiten und ich brauche Blumen. Trauben. Die Blume weiß ich ja, wo es die gibt. Aber wo gibt es denn Trauben? Das ist Knoblauch. Okay, die Sauciere kann ich... Moment, das probiere ich gleich mal aus. Kann ich die Sauciere hier einfach... Ja, die Sauciere kann ich hier einfach hinstellen. Hier sehe ich nochmal den Zettel. Hahn. Okay, jetzt bin ich. Habe ich hier irgendwas? Trauben, Trauben. Hängen hier in der Küche irgendwo Trauben rum? Nö. Ein bisschen Wurst.
wo zur Hölle kriege ich denn hier Trauben her? Ich habe ein Eichhörnchen gefangen und was weiß ich nie alles, aber... Ja, ein Schraubenzieher wäre ganz nett, aber was will ich auch... Ich habe eine Krone, ich habe das Zahnrad. Aber hier ist auch nichts in der Nähe, dem ich eine Krone aufsetzen könnte überhaupt. Ach so, ja genau, hier brauche ich noch so eine Schnalle, dass ich das aufmachen kann. Ach so, hier ist wahrscheinlich Wein drin und der ist ja aus Trauben gemacht und den können wir dann mitnehmen. Wobei dann immer noch nach wie vor... Sind hier unten irgendwo Trauben? Nee. Das war der Code für das Dings hier. Ach ja, ich könnte noch irgendwas röntgen, aber ich weiß gar nicht was. Hier ist auch nichts. Aber hier ist auch nirgendwo ein neues Wimmelbild wieder aktiviert worden, oder? Hier in der... Nee, hier gab es keine Trauben. Hier haben wir ja... Hier haben wir ja schon alles gemacht. Gespielt hat man hier ja auch schon. Ach, verdammt. Will jemand von euch vielleicht ein Krönchen? Nö. Na gut, ich denke mal, die Krone werden wir vielleicht brauchen, um in seinen dämlichen Turm da reinzukommen. Aber sonst, wo könnten denn hier jetzt noch bitte... Wofür brauche ich denn diesen dämlichen Pinsel? Moment. Hier war nichts. Die Maschine haben wir so weit... Da blinkt was, aber... Nee, ja, mal. Hier sind wir ja auch mit allem fertig. Mal auf dem Friedhof wachsen. Moment. Etwas am... Ah, etwas am Kopf der Statue fehlt. Juhu. Okay, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Und wir haben sein Herz. Jetzt müssen wir es nur irgendwo ins Feuer schmeißen. Hier ist sein Sohn begraben. Und ich finde trotzdem, dass wir den verdammt ähnlich sehen. Und hier ist seine Frau. Wobei, das wurde noch gar nicht gezeigt, wie die... Die ist jetzt auch nicht so alt geworden. Das ist doch in diesem komischen Video gar nicht vorgekommen. So, jetzt haben wir zwar sein Herz, aber das bringt uns generell spielerisch überhaupt noch nie weiter, weil wir Trauben brauchen. Pinsel, Mehl. So. Ich könnte maximal vielleicht das Mehl irgendwo drüber schmeißen und mit dem Pinsel wegpinseln und dann so aller... Allerdings hier von wegen Fingerabdrücke, wobei ich nie wüsste, was mir das nützen würde. Ey, hast du einen Tipp? Nö. Hier war doch nichts mehr, das war viel zu weit hinten. Nee. Wir haben. Achso, ja, genau, durch den Keller. Boah, durch den Keller? Das wird nicht helfen. Das ist, ja, aber ich weiß nicht, was ich sonst röntgen soll. Vor allem, wo finde ich dieses dämliche? Das ist doch. Warum packt er eigentlich sein Herz, das einzige, womit man ihn besiegen kann, einfach da auf den Friedhof? Wo kriege ich... Nee, Quatsch, wo ist die Trauben und die... Ja, diese dämlichen Domen, kann ich die wegspinseln? Nee, das geht natürlich nie. Das wird nicht helfen. Ja, aber was denn dann? Moment, ich nehme ja nochmal, bevor ich hier... Was? Ich soll hier raus? Ich soll da hin? Hä? Ach nee, oder? Oh. Ja klar, wegen dem Fett an den Fingern bleibt hier das Mehl kleben. Okay, nee, darauf wäre ich, glaube ich, nee. Nee, darauf wäre ich nie gekommen.